Hier ist Fat Fred von FatSpielen.de mit der nächsten Partie, der 63. Partie. Let's play Good Game Empire. So, was gibt es zu tun? Wir müssen natürlich wieder unseren Steuereintreiber auf die berühmte, besagte 10-minütige Reise schicken. Der Countdown läuft, die Zeituhr läuft. 10 Minuten, es geht los. So, sammeln wir jetzt ein paar Münzen ein. Das können wir auch manuell machen, indem wir auf die kleinen Sprechblasen klicken. So, wer belagert hier meine Burg? Wer bist du? Ein Wegelagerer. Ja, den können wir aber bekämpfen und das werden wir auch getan, haben wir auch getan und kriegen dann auch gleich 100 Goldstückchen. So, unser Spion hier, der bringt besorgniserregende Neuigkeiten, aber vor Raubritterkönigen haben wir überhaupt keine Angst. Was gibt's hier zu tun? Ein Plündererlager. Auch die können wir vielleicht mal skippen und auf die können wir auch verzichten. Ansonsten etwas Brot und wir gucken mal, was wir zu tun haben. 4 Raubritterburgen habe ich beim letzten Mal angegriffen, 4-mal habe ich gewonnen und habe hier eine weitere Karte bekommen. Ein weiteres Kartenteil für meine neue Schatzkarte. Ich bin sehr gespannt, wo ich die sämtlichen restlichen Kartenteile bekomme und was sich dann dahinter verbirgt. So, ein Hi für unsere Allianz. Und Technofreaky erzählt gerade, dass er die Allianz verlässt, weil er keine Mannequin mehr hat. Was ist denn hier schon wieder los? Also wie immer, sehr, sehr viel Tumulte in meiner Allianz. Wir gucken nochmal auf die Mitgliederliste. Wer ist denn jetzt gerade Anführer? Es ist jetzt Ass der Erste. Morgas ist natürlich immer noch da, unser General. Und hier seht ihr mich, Fat Fred. Alles klar. Und wir gucken in unser Questbuch. Offene Ziele, auf dem neuesten Stand, Feuerpfeile besitzen. So, jetzt hat mir Phil einen kleinen Workaround gegeben, wie ich überhaupt Feuerpfeile von meinem Außenposten in meine Hauptburg bekomme. Und ich hoffe mal, dass ich das jetzt auch richtig verstanden habe. Er hat gesagt, ich soll auf die Weltkarte gehen. Check. Er hat gesagt, ich soll auf meine Burg gucken. Wahrscheinlich meint er meinen Außenposten. Machen wir das auch mal. Check. So, er hat gesagt, rechts im Kreis ist Turm und Schild. Stationieren. Ah, dann wahrscheinlich doch auf meine Burg. Okay, ja, check. Und jetzt meint er, ich soll mindestens 1 Soldaten plus Werkzeuge auswählen und auf den Haken klicken. Okay, Truppen stationieren. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Beziehungsweise noch nicht ganz. Gucken wir mal, machen wir das, Truppen stationieren. Okay. Ah, jetzt geht es also mindestens 1 Soldaten. Okay, dann werde ich jetzt einen Schwertkämpfer nehmen. Und dann die Pfeile. Da sind die Feuerpfeile, die nehmen wir also mit. Alles klar. Sehr, sehr gut. Und dann in 6 Minuten, also noch innerhalb dieses Let's Plays, müsste das dann eigentlich klappen. So, mit Pferdchen geht es nicht. Aber ansonsten, okay. Sehr, sehr gut. Danke. Vielen, vielen Dank, Phil. Hast mir bei YouTube geschrieben und ich habe euch ja auch gesagt, wenn ihr mich erreichen wollt, wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt oder irgendetwas wissen möchtet oder wenn ihr möchtet, dass ich eure Burg zeige, dann bitte, bitte, bitte schreibt mir doch über YouTube und dann habt ihr auch die Chance, wie Phil jetzt hier erwähnt zu werden in diesem Let's Play. Okay, alles klar, das haben wir also gemacht und jetzt können wir uns eine Burg ansehen. Ich habe nämlich auch wieder über YouTube Anfragen bekommen, dass ich einmal eine Burg ansehen soll, sowohl von Lero Badescu als auch von Leon Ruler. Und nachdem wir das letzte Mal eigentlich wieder versucht haben, die Burg von Leon Ruler zu sehen und dass das nicht geklappt hat, versuchen wir es dieses Mal. Also, Spieler suchen, Leon Ruler und rauf da. Da ist sie also, die Burg Shinichi. Letztes Mal haben wir versucht, sie anzusehen. Jetzt klappt es. Das ist doch mal sehr, sehr schön. Dann besuchen wir doch glatt die Burg. Vielleicht vorher noch mal ein paar Spielerinfos. Da sehen wir es. Leon Ruler, ein Ritter in der Eiszeit-Allianz. Alles klar. Sehr, sehr schön. Also, die Burg besuchen wir doch glatt. Und hier ist sie. Sag mal, haben deine Gebäude alle Angst vor dieser Stadtmauer? Sieht so ein bisschen aus, als würden sie sich hier so drängeln und sich zurückgedrängt fühlen von der Stadtmauer, weil hier alles frei ist und hier alles zugebaut ist. Das ist ja auch mal witzig. Sehr cool. Ja, also wie ich sehe, hast du hier alles frei geräumt und hier alles dicht gemacht. Okay, ja, und hier gibt es das Klo. Das Plumpsklo. Das Einzige, was hier noch vorne ist, der Waffenständer. Okay, alles klar. Ja, welchem Level warst du nochmal? Das habe ich jetzt mal 18. Also auch so 2 Level höher als ich. Und da sieht man ja auch, schon hier Marktplatz schon aufgebaut. Viele Wohnhäuser auch weiter ausgebaut. Sieht eigentlich auch schon sehr, sehr cool aus. Aber du könntest vielleicht wirklich mal diesen Freiraum da irgendwas Schönes präsentieren. Was könnte man denn da zum Beispiel reinmachen?
könnte zum Beispiel alle Vorräte hier um das Versteck herum hier so präsentieren oder das Feldlager nach vorne. Weil so sieht es wirklich so aus, als fürchten sich deine Gebäude vor deiner Westmauer. Und das ist ein bisschen merkwürdig. Nutz doch einfach mal den Freiraum, dass du hier irgendwas Schönes präsentierst. Weil guck mal hier, hier kommen zum Beispiel Leute durch, gehen durch das Burgtor. Und dann wäre es doch schön, wenn hier zum Beispiel noch eine schöne Freifläche ist, wo irgendetwas schön hergerichtet wird. Vielleicht auch das Anwesen könnte vielleicht auch nach vorne. Naja, da kannst du ja mal ein bisschen nachgucken, was du da machen kannst. Und dann wäre es mal schön zu sehen, wie es danach aussieht. Okay, alles klar. So viel also zu unserem kleinen Ausflug zu der Burg Shinichi von Leon Ruler. Und wir sind zurück in der Burg Fat Fred. So, und wir gucken weiter, was wir machen können. Das sind wir gerade, ist ja gerade in der Mache. Wir werden diese Feuerpfeile gerade bewegen. Wir können mal kurz auf die Weltkarte gucken und zu sehen, wie lange das noch dauert. Ihr seid doch sicherlich schon unterwegs. Jawohl, Rückzug auf keinen Fall. Info ja, 3 Minuten und 45 Sekunden. Dann werden wir diese Quest auch erfolgreich absolviert haben, nämlich gehe ich dem was davon aus. Om nom nom, Wohnhäuser ausbauen auf Stufe 5. Das machen wir doch glatt. Hier sind unsere Wohnhäuser und da ist auch das erste Stufe 4. Dann werden wir das schon mal als zweites ausbauen, damit wenigstens das schon mal soweit ist. Wie geht's weiter? Eure Burg muss wachsen, Holzfälle ausbauen. Auch das werden wir tun und gehen darauf. Weiter geht's. Truppenaushebung. Feuerpfeile, ja. Ich werde zwei Fliegen mit einem Streich gleich einschlagen, wenn die Feuerpfeile endlich mal da sind. Das Ende der Geduld, wo wir gerade beim Thema Geduld sind. Dort müssen wir Raubritterburgen Level 8 oder höher besiegen. Die sind doch jetzt mittlerweile alle hochgelevelt, würde ich sagen. Das heißt, wir können mal auf die Weltkarte gehen und schauen, was unsere Raubritterburgen so treiben hier im Feld. Jawohl, da haben wir es doch. Raubritterburg Level 8, die können wir angreifen. Streitkolbenträger haben wir genug. Ein paar Amboss-Schützen kriegt ihr auch noch mit. So. Dann sollte das klappen. Und die zweite Raubritterburg, die greifen wir gleich mit an. Mit einer kleineren Armee hoffen wir, dass es trotzdem klappt. So. So viel dazu. Dann schauen wir mal, dass unsere Militäreinheiten das alles auf die Kappe kriegen. Wir haben mittlerweile übrigens auch so viel Armee hier am Start, dass unser Nahrungsverbrauch doch etwas hoch ist. Das heißt, wir müssen auch mal darauf achten, dass wir vielleicht die Farmhäuser upgraden. Steht das nicht sogar auch in einer Quest drin? Nee, das auf keinen Fall. Hier vielleicht, wir gehen mal einen weiter runter. Nee, viel Feind, viel Erbe, auch noch was anderes. Aber okay, ob Quest oder nicht, ich werde jetzt ein Farmhaus weiter upgraden. Jetzt auch wieder eins auf Stufe 4, damit auch das mal geklärt ist. So, hier gibt es Münzen zu holen. Ah, jetzt habe ich mich gerade verklickt. Na, immerhin, das hat noch geklappt. Sehr, sehr gut. Und wir haben hier alle Bauslots voll. Das heißt, wir gehen mal auf unseren Außenposten. Dort hat der Morger gesagt, ich brauche maximal 12 Steinbrüche. Das heißt, ich kann hier wieder weiter fröhlich abreißen. Und genau das werde ich jetzt auch machen. Hier ist noch ein Steinbruch am Brennen. Auch der wird abgerissen. Und auch dieser Steinbruch darf abgerissen werden. So. So sieht es aus. Da wird also etwas rationalisiert. Das ist kein Problem. Und hier können wir natürlich auch, da wir sowieso schon so viel Nahrung haben, vielleicht auch mal weiter rekrutieren. Warum nicht? Dann können wir mal vielleicht hier ein paar Hellebardiers uns auf die Mauer holen. Einen schweren Armbrustschützen. Die sind ja auch sehr, sehr gut für den Angriff. Jetzt haben wir keinen Bauslot mehr frei. Ich werde meine Rubine vielleicht auch etwas sparen und werde ihn dann auch nicht weiter ausbauen. In der Verteidigungswerkstatt können wir auch schon mal weiter Feuerpfeile produzieren. Und hier gibt es ja echt noch eine Menge coole Sachen, die man noch machen kann. Schanzkleid, Nahkämpferattrappen. Echt cool. Mal schauen, was ich davon in der Zukunft auch mal bauen werde. Jetzt aber zurück zu unserer Burg, denn da ist was passiert. Ich denke mal, dass unsere Feuerpfeile angekommen sind. Wir holen also eine Belohnung ab. Und mal schauen, ob das jetzt geklappt hat. Nein, immer noch nicht. Jetzt kann es sich aber eigentlich nur noch um Sekunden handeln. Dann werden wir mal auf die Weltkarte gehen und dann sehen wir es ja. Ah ja, da ist sehr, sehr viel Bewegung. Wir können ja mal auf diesen Pfeil gehen. Info. Noch 9 Sekunden. Und der Countdown läuft. 5, 4, 3, 2, 1. Und finito. Truppenaushebung. Wir haben es geschafft. Wir haben die Feuerpfeile auf unsere Hauptburg, zu unserer Hauptburg transportiert und diese Quest ist erfüllt. Na, das ist doch mein Wort.
Das hat mich jetzt schon so lange hier beschäftigt und das ist doch endlich mal fertig. Gut, können wir gerne mal in die Verteidigung gehen und diese Feuerpfeile auch einsetzen. Aber da habe ich gar keinen Platz für. Ja, ich wurde in letzter Zeit zum Glück wenig angegriffen und konnte mich hier immer sehr, sehr gut verteidigen, sodass das jetzt auch gerade nicht mehr möglich ist, da noch Feuerpfeile reinzuholen. So, alles klar. Neue Aufgaben, das haben wir gemacht. Und jetzt können wir uns immerhin, müssen wir uns nicht mehr darum kümmern. Aber es geht weiter. Wo bleibt die Verstärkung? Wir müssen Langbogenschützen und Bogenschützen besitzen. Auch dort könnten wir mal gucken, ob wir im Außenposten, beziehungsweise vom Außenposten uns da die Leute reinholen. Ich kann ja mal hier gehen, wieder auf die Burg und dort, ja genau, Truppen stationieren. Genau, Bogenschützen. Das heißt, ich werde jetzt 10 dieser Bogenschützen, das sind nämlich diese 10, die mir noch fehlen, wenn ich das richtig gesehen habe, die werde ich jetzt mal wieder zu meiner Burg Fat Fred schicken. Und dann sollte ich auch diese Quest erfolgreich absolviert haben. Das nochmal ein Wort, das nochmal gut. Und die Münzen sind auch eingetrieben. Und dann sind wir doch schon mal ein ganzes Stück weiter, würde ich sagen. Haben ein paar Erfahrungspunkte eingenommen, haben 2 Quests erfüllt. Und hier habe ich sogar nur noch 5 offene, die noch ausstehen. Aber hier wird ja auch fleißig gebaut und getan. Und ich würde sagen, wir beenden es hier und sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann mit frischer Stärke und alter Kraft in der nächsten Woche. Bye bye, euer Fat Fred von fatspielen.de.